Und beim pythagoreischen Lehrsatz, da schaut es dann so aus, dass ich mir ein bisschen mehr überlegen muss vorher. Weil das lautet ja zum Beispiel a Quadrat ist c Quadrat minus b Quadrat. Und wenn ich jetzt haben will, dass die Seite a genau die Wurzel aus 15 ist, dann ist ja a Quadrat 15. Dann muss ich mir überlegen, wie stoppel ich das da zusammen? Was zum Quadrat minus was zum Quadrat ist 15. Und in dem Fall ist es ja leicht, weil 4 mal 4 ist 16, also 4 Quadrat minus 1 Quadrat. 16 weniger 1 ist 15. Nachdem das aber a widerspiegelt und das c und das b, brauche ich jetzt nur ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren. Das ist 4 lang auf der Seite C. Hat dann einen Thaleskreis, einen kleinen. Und jetzt muss ich mir da einen Zentimeter abmessen. Weil die Seite B soll jetzt einen Zentimeter lang sein. Das schlage ich jetzt dann nach oben ab. Und schon habe ich wieder ein rechtwinkliges Dreieck. C, wo die Kathete A die Länge aus Wurzel aus 15 hat. Eigentlich gar nicht so schwer, gell?